Servus, Freunde des Stoffs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch einmal ein bisschen ich möchte euch heute einmal was zeigen, was ich rausgefunden habe, wie man heute zum Beispiel mit der Powerstation hier welche Module man anschließt, wie man die anschließt und so. Da bin ich gerade am Experimentieren und habe mir gedacht, das zeige ich jetzt gleich einmal, was ich rausgefunden habe. So, was ist jetzt das spannende Thema, was ich rausgefunden habe? Also ich experimentiere jetzt gerade mit der EcoFlow Delta Pro, habe hier meinen Powerstream, habe aber hier zum Beispiel schon den 800 Watt Powerstream, gerade zum Testen drauf, speise mit vollen 800 Watt hier ins Netz ein, das heißt, ich verbrauche das drin, ist jetzt egal, also ich speise auf alle Fälle mit vollen 800 Watt ein, habe zwei Module auf dem Powerstream angeschlossen, an den zwei MPP-Trackern hier, von meiner Dachkonstruktion da oben, das sind die Module von EcoFlow und synchron fahre ich hier mit der Südausrichtung von meiner Garage mit drei Modulen fahre ich jetzt aktuell in die Delta Pro mit rein und bringe dort eine Ladeleistung von 540 Watt zusammen. Und ich habe mich jetzt einmal mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Wie schaut es aus mit diesem sogenannten Temperaturkoeffizienten und wie viele Module kann ich denn hier an die Delta Pro anschließen, ohne dass diese Schaden nimmt? Weil es ist ja, das Problem ist ja einfach, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Module. Also EcoFlow bietet ja auch Module an, die habe ich ja, wie schon gesagt, oben auf dem Wintergarten. Da habe ich mir jetzt überall die Typenschilder mal, ich zeige es euch jetzt mal schneller so. Ich habe mir überall die Typenschilder jetzt mal entweder abfotografiert bzw. runtergeladen. Weil ich jetzt gerade am Aussuchen bin, welche Module ich verwende und wie ich das Ganze dann mache. Und bei EcoFlow ist es zum Beispiel so, mit den Modulen ZPT SP300, das sind 400 Watt Module. Ich blende es euch jetzt einfach mal schnell ein, die Daten. Und die haben eine Leerlaufspannung von 37,1 Volt und einen Kurzschlussstrom von 13,79 Ampere. Dazu komme ich jetzt aber gleich, was das heißt. Und Betriebsspannung haben wir 31 Volt und Betriebsstrom haben wir 12,9 Ampere. So, die passen wunderbar, wenn man die zum Beispiel beim Powerstream auf die zwei PV-Eingänge, also auf die zwei MPP-Tracker anschließt, passen die wunderbar drauf. Und jetzt ist aber das Problem, wenn man zum Beispiel hergeht und möchte für die EcoFlow Delta Pro Module verschalten, dass man hier quasi auf den PV-Eingang drauf geht und hier natürlich das meiste an PV-Energie reinbringt in den Speicher. Und das ist so ein Thema, da wo jetzt wirklich gerade dran tüftelt. Und das ist echt überhaupt nicht einfach. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Südausrichtung von der Garage, da habe ich auch ein paar Videos gemacht. Ich tue die in die Bio mit rein, also in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen mit meiner aufgeständerten Konstruktion. Da ist jetzt so, ich habe 375 Watt Peak Module von Santec. Die haben einen, muss ich schnell lesen, weil da ist auf Englisch ist, Output plus, genau, Current P Max, also P Max ist quasi 10,87 Ampere ist der Strom und die Spannung sind 34,5 Volt. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil wir haben ja zum Beispiel auch einen, also Open Series Voltage, das heißt quasi offen, wenn der MPP-Tracker aufgemacht hat, haben wir 41,1 Volt und einen sogenannten Kurzschlussstrom haben wir von 11,57 Ampere. Und da ist, jetzt fahrt er schon runter, okay, also das Problem ist immer das zwischen dem Betriebsstrom und der Betriebsspannung und dem sogenannten Kurzschlussstrom und der Leerlaufspannung. Und das möchte ich jetzt auch einmal schnell mit dem Messgerät zeigen, was das bedeutet. So, die Anlage läuft jetzt noch, die Sonne geht jetzt schon langsam Richtung Baum, also ich kriege jetzt ein wenig Verschattung rein. Ich kriege jetzt sozusagen 445 Watt, ungefähr 470 Watt kriege ich jetzt noch PV-Energie rein und wenn wir schnell einschalten. Und es werden jetzt 599 Watt, werden jetzt quasi aus dem Speicher rausgezogen über den Powerstream, weil, wie schon gesagt, ich ja mit 800 Watt ins Netz einspeise. So,
Jetzt haben wir hier folgendes Messgerät natürlich, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und ich kann jetzt hier mit dem, muss ich schon schauen, dass es nicht spiegelt, also mit dem Benning PV2 kann ich ja hier zum Beispiel Spannungen und Leistungen messen, hier über die Stromzange. Und ich hänge hier über zwei Adapter, also Y-Adapter, hänge ich jetzt quasi in der PV-Leitung, in der Versorgung mit drin. So, jetzt schauen wir uns mal schnell den Ist-Zustand an, dass ihr es auch sehen könnt. Wir haben jetzt aktuell eine Spannung von ungefähr 100 Volt und einen Strom von 4,8 Ampere. Und daraus resultiert sich eine Leistung von 0,48 Kilowatt, also 490 Watt. Und das sehen wir jetzt auch hier an der Powerstation. Gut, es sind natürlich ein bisschen Messtoleranzen. Wer von den beiden jetzt genauer misst, das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal, weil ich euch das jetzt mal zeigen möchte, was das mit dem Spannungen und mit den Strömen auf sich hat. So, jetzt gehen wir her und ich mache jetzt einfach eins. Ich stecke jetzt hinten mal die Powerstation aus. So, also ich bin jetzt von der Powerstation getrennt und habe jetzt quasi den Stromkreis geöffnet, aber die Sonne scheint mir ja weiterhin auf die Module. Jetzt muss ich gerade schauen, dass es nicht so spiegelt. Ich habe jetzt 118 Volt sogenannte Leerlaufspannung. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und 0,4 Ampere ist klar, das ist jetzt vom Zangenampermeter, weil es aktiv ist. So, und Leistung nehme ich natürlich keine auf. So, und das ist jetzt auch ein Problem bei der Auswahl der Photovoltaikmodule. Wir haben natürlich die Anlage das ganze Jahr in der Nutzung. Das heißt, also die meisten von euch, die bauen sich die Module irgendwo hin, am Balkon, aufs Dach hinauf, auf die Garage, egal wo, und wollen die Anlage natürlich, ihr wollt die Anlage natürlich das ganze Jahr nutzen. So, jetzt haben wir natürlich einen Faktor, das ist ja so, die Temperatur und die Sonneneinstrahlung, also das heißt die Leistung, die wo von der Sonne runterkommt und wir mit den Modulen verarbeiten können. Es ist jetzt so, wir haben heute aktuell 16,54 Grad und es ist jetzt 15.40 Uhr. Warum sage ich jetzt das? Ganz einfach, also es ist jetzt nachmittags, wir haben sehr wenig Temperatur und dadurch arbeiten die Module natürlich am effektivsten, weil je kühler das die Umgebungsluft ist und die Umgebung ist, desto kälter bleiben die Module. Und wie soll ich sagen, also für Photovoltaikmodul ist eigentlich das Schlimmste, dass es heiß wird. Je wärmer das Modul wird, desto weiter geht der Wirkungsgrad nach unten. Und das sieht man auch in den ganzen Grafiken und so. Und deshalb gibt es zum Beispiel hier diese Kenndaten, dass die Module natürlich auch vergleichbar sind. Ich muss mir jetzt gerade schnell ein Ding herrichten. Jetzt passt es mal auf. Weil ich habe so viel Zettel ausgedruckt. Wie schon gesagt, ich bin jetzt da gerade voll genau da ist es zum Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt es so lesen. Also, da haben wir jetzt zum Beispiel die ganzen Kurven. Stromspannungskurve, Leistungskurve in Abhängigkeit von der Leistung und dann in Abhängigkeit von der Temperatur. Mal schauen, ob ihr es so lesen könnt. Wenn nicht, dann blende ich es euch einfach mal ein. Also, nochmal, ich muss jetzt schnell umdrehen, weil dann ist es einfacher zu mir erklären. Je heißer das Modul wird, desto schlechter wird der Wirkungsgrad. Das ist einmal das Erste, was wir uns merken müssen. Je kälter das es natürlich wird, desto besser wird der Wirkungsgrad. Und das wird in dem sogenannten Temperaturkoeffizienten PMPPP oder dann für Strom und Spannung ICS oder IOC angegeben. Das hat man dann in den technischen Daten von den Modulen. Wie jetzt bei dem hier zum Beispiel. Da habe ich jetzt das 395 Watt Peak Modul von der Firma, muss ich schnell schauen, Astro 5S zum Beispiel, da habe ich eine Palette gekauft, hinten für mein Village. Also da habe ich jetzt 24 Module da, weil ich eine 8,8 kW Anlage aufbauen möchte. Und habe zwei Module dann auf Reserve, also insgesamt habe ich 26 Module gekauft. War super Preis, also ganz ehrlich. So, also nur mit zurückzukommen, dieser Temperaturkoeffizient wird in zwei Sachen angegeben, einmal in Prozent. Oder halt zum Beispiel dann in Millivolt pro Grad. Und das muss man so vorstellen. Hier steht zum Beispiel, der Koeffizient ist minus 0,35% pro Grad. Jetzt müssen wir es so machen. Ich erkläre es jetzt nur mal kurz und mache zu dem ganzen Temperaturkoeffizienten ein eigenes Video. Und da mache ich mit euch auch Rechnungen durch, weil das ist wirklich, wirklich kompliziert. So,
Also, ihr müsst euch nur eins vorstellen, also minus 0,35% pro Grad. Das heißt, da muss ich schauen, mit welcher Temperatur, mit welcher Normaltemperatur die Daten angegeben worden sind. Da steht jetzt drin bei dem zum Beispiel 41 Grad Modultemperatur. Und die Messwerte, wo ich jetzt dort im Datenblatt habe, sind bei 41 Grad am Modul angegeben. So, wird das Modul natürlich kälter, steigt die Leistung, wird das Modul wärmer, fällt die Leistung um diesen Koeffizienten. Und jetzt kann ich mir das errechnen. Und jetzt kann ich mir das zum Beispiel auch mit der Spannung errechnen. Und das ist nämlich jetzt das, auf was ich hin will mit eurer Powerstation. Weil es kann euch jetzt passieren, dass im Sommer, sagen wir jetzt August, wir haben eine Umgebungstemperatur von 30 Grad. Am Modul kann es passieren, dass wir teilweise bis zu 40, 45 Grad, teilweise 50 Grad haben, je nachdem welches Dach, wie ist die Hinterlüftung. So, dann ist alles in Ordnung. Und da kann sich passieren, dass euch die Powerstation den MPP-Tracker, also den PV-Eingang, wahrscheinlich im Frühjahr oder im Herbst schießt. Und da steht man da und sagt, ja, was ist denn das für ein Klump? Hat folgende Bewandtnis, weil die Umgebungstemperatur ist natürlich niedriger. Und dann haben wir das Problem, die Spannung steigt natürlich auch, ist ja ganz klar, weil die Leistung steigt. Und es kann nicht passieren, dass sie über die 150 Volt, muss ich schnell nachschauen, ich habe mir nämlich auch von der Delta Pro die Spezifikation rausgedruckt. Also, wir können verarbeiten an unserem PV-Eingang oder Solareingang 11 Volt bis 150 Volt, maximal 15 Ampere und eine maximale Leistung von 1600 Watt. Und da gibt es Kollegen, die wo dann hergehen und sagen, passt auf, du kannst zweimal 400 Watt am Powerstream, sind 800 Watt, und 1600 Watt an der Delta Pro verarbeiten. Tolle Sache, super Balkonkraftwerk, alles ist wunderbar, alles ist toll. Stimmt aber nicht ganz, weil ich habe nämlich jetzt zum Beispiel da oben vier Module, a 375 Watt. Jetzt rechnen wir mal schnell. Wenn wir es jetzt auf 400 aufrunden würden, dann hätten wir 4 mal viel, wären 16. Das ist aber nicht, sondern ich kann nur drei Module betreiben. Weil mein Problem ist nämlich folgendes, die Leerlaufspannung ist zu hoch. Und ich habe hier eine Leerlaufspannung gemessen bei vier Modulen. Das war ungefähr 13 Uhr bei voller Sonneneinstrahlung, bei der Temperatur von 155,2 Volt. Und ich darf ja nicht über die 150 Volt drüber. Und da bin ich jetzt ein kleiner Schisser. Also habe ich ein Modul rausgenommen aus der Reihenschaltung. Habe dann den Strom gemessen. Der Strom war bei 6,5 Ampere. Jetzt hätte ich theoretisch eine Reihenparallelschaltung machen können. Ja, war auch super, aber etwas später ist natürlich die Leistung gestiegen, weil die Sonne besser gestrahlt hat und dann war ich pro Modul bei über 8 Ampere. Also nicht pro Modul, sondern in dem Verbund war ich bei über 8 Ampere. Wäre ich über 16 Ampere drüber gekommen, hätte es mir mit dem Strom schon wieder. Und ich sage euch, das ist eine Wissenschaft für sich. Und da mache ich jetzt auf alle Fälle noch mehr Videos drüber, auch über das Thema, weil ich sehe schon, Papi quatscht schon wieder fast 7 Minuten. Es ist halt wirklich hochinteressant und ich werde mir jetzt auch mehrere Module raussuchen und dann mit den Powerstationen, ich habe ja Gott sei Dank einige da, also die Pro, die Max 2 und die Delta Max und werde mit den drei Powerstationen in Verbindung mit dem Powerstream das dann nochmal erarbeiten und werde mit euch dann mal ein paar Videos machen, dass ihr auch selber quasi das dann einmal herrechnen könnt und euch das anschauen könnt. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, ist auch ganz wichtig, wie man das zum Beispiel selber mal überprüfen kann. Natürlich hat nicht jeder von euch so ein tolles Messgerät, wie jetzt zum Beispiel das PV2. Man kann es auch ganz einfach mit einem vernünftigen Multimeter rausfinden. Und deshalb würde ich euch empfehlen, bevor dass ihr überhaupt einmal dran denkt, hier irgendwas, also vom PV-mäßig, irgendwas an die Powerstation anzuschließen, wenn ihr heute, sage ich mal, diese drei, vier Module in Reihe geschalten habt, damit ihr die Spannung erhöhen könnt, aber der Strom gleich bleibt. Auf das Thema, wie schon gesagt, gehe ich auch nochmal drauf ein. Ist es jetzt so, da kann man eins machen, man kann jetzt hergehen und kann einmal einfach hier mal Spannungen messen, zum Beispiel jetzt quasi die Leerlaufspannungen einmal messen und einmal schauen, ob wir hier irgendwo Gefahrenpotenzial haben, lieber dann einmal ein Modul rausnehmen, bevor das euch wirklich hier die Anlage zerschießt. Also, jetzt muss ich schnell schauen mit der Kamera. Passt auf, jetzt machen wir es einfach so. Ich stelle euch jetzt einmal schnell auf die
Position von der Powerstation. Schaut's her. Also, vernünftiges Multimeter. Wir stellen jetzt ein Gleichspannung. Also wir messen jetzt die Gleichspannung. So, dann machen wir es so. Spiegelt wieder wie Otto, oder? Dann haben wir natürlich unseren Plus, unsere Masse, also unser Minus. So, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht gerade ranfingert. Und ihr seht es hoffentlich, wir kriegen jetzt 118 Volt, 118,18 Volt bekommen jetzt Leerlaufspannung runter. So, die bricht natürlich ein, sobald das der MPP-Tracker das Arbeiten anfängt und wir hier quasi die Energie in der Powerstation verarbeiten. Das Problem ist aber folgendes, und das dürft ihr nicht vergessen, es kann ja mal passieren, dass die Powerstation zu 100% vollgeladen ist und keine Energie abgenommen wird, dann macht euch der PV-Eingang auf. Das heißt, der MPPT-Tracker öffnet und es liegt dann die sogenannte Leerlaufspannung an. Und deshalb bin ich da so vorsichtig, weil wenn jetzt das mit 4 Modulen wäre, wären wir jetzt wahrscheinlich bei 155 Volt. Ich mache jetzt eins, ich steige jetzt mal schnell aufs Dach auf und schließe das vierte Modul in Reihe. Bin ich wieder da. Also, wir haben jetzt 4 von den 375 Watt Peak Modulen in Reihe geschalten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie jetzt die Leerlaufspannung, wie hoch die jetzt ist. Schaut's her. Und jetzt hätten wir ein Problem. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also, wir haben jetzt von der Leistung her haben wir kein Problem. Wir haben 4 mal 375 Watt und haben wir definitiv unter die 1600 Watt, wo der MPP-Tracker verarbeiten kann. Der Strom ist dann auch nicht das Problem, aber die Leerlaufspannung ist das Problem. Und jetzt könnte es passieren, wenn die Powerstation schon vollgeladen wäre und wir würden keine Energie abnehmen, dass uns im ungünstigsten Fall unseren PV-Eingang schießt. So, meine Freunde des Stroms, ich hoffe, das war jetzt mal recht interessant. Das ist jetzt mal so ein kleiner Wachrüttler. Da bitte den blauäugig rumgehen und einfach ja nur die Watt Peak nehmen und sagen, okay, 4 Module auf 400 Watt, Spannung, ja, könnte passen. Und schaut da bitte auf die Leerlaufspannung und schaut nicht nur auf die normale Betriebsspannung, weil es kann euch da wirklich Schaden an euren Geräten anrichten und das möchte ich nicht. So, deshalb, wie schon gesagt, mache ich jetzt extra explizit da mal für die ganze Serie einmal Video drüber, dass wir mal anschauen können, welche Module und wie man das Ganze dann auch mit dem Powerstream und mit der EcoFlow oder also mit der Powerstation, wie man das dann verschalten kann mit verschiedenen Modulen, weil mein lieber Bruder hat da drüben nämlich 100 Watt Module, auch teilweise in Reihen Parallelschaltung und da hole ich mir die Daten und alles und dann kann ich da euch ja auch einmal zeigen, wie das funktioniert. Also, dann machen wir jetzt Feierabend und trinken wir dann noch gemütlich unseren Kaffee. In diesem Sinne, meine lieben Freunde Stroms, wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle noch eine gute Zeit, genießt noch ein bisschen die Sonne und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Serie bzw. in den nächsten Videos und schaut mal auch vielleicht einmal auf meinen Zweitkanal. FDS Talk ist bei mir im Kanal ganz unten zu empfehlende Kanäle. Habe ich jetzt quasi meinen Zweitkanal gegründet, wo ich dann auch mit euch so Infos gebe und wo ich auch ein bisschen quatsch und ihr könnt mir mal hintergrundmäßig über die Schulter schauen, was so hinter den Videos abläuft. Macht's es gut. Servus. Pfiat euch.